Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Indien, heute habe ich Amrut, heute habe ich hier eine Tripava. Ja, das ist Sanskrit und bedeutet dreiteilig. Interessant. Dreimal destilliert. Das erste Mal, dass ein indischer Whisky, ich wollte sagen gleich Irish, ein indischer Whisky dreifach destilliert wurde. Typischerweise dort damals für Irland. Ich habe eine interessante Geschichte von Julian Nonai gehört, jetzt hier neulich. Warum wurde es denn tatsächlich damals in Irland dreifach destilliert? Eine Theorie besagt, er kommt wegen indischer Whisky, und ich erzähle euch wegen Irish, dass man damals wegen der ungemälzten Gerste, und das war nicht das Problem. Das Problem war, man hat eine Steuer an den Potstill, in der Brennblase bezahlt. Und deshalb hat man damals auch in Irland so diese riesige Brennblasen gehabt. Wenn man zu Middleton hingeht, sieht man sogar ein 40.000 Liter Teil da vorne, weil man nur einmal im Jahr auf diese Brennblase Steuer bezahlte. Egal, ob es 2 Liter war oder 200.000 Liter. Deshalb hat man versucht, die so groß wie möglich zu machen. Aber dadurch hat man nicht genug Brenneffektivität. Und deshalb, damit es überhaupt genießbar wurde, hat man es nicht ein, nicht zwei, sondern sogar zum Teil dreimal destilliert. Tada! Gibt irgendwie Sinn. Warum, weshalb, wieso man jetzt hier bei Amrut das macht, weiß ich nicht. Ja, also Whisky Base Nummer 163913. Es gibt 5.400 Flaschen davon. Das ist tatsächlich indische Gerste, was da drin ist. Und ich mache mal einfach mal auf hier. Also mir stinken die Whisky. Zuerst habe ich, oh nein, nicht schon wieder. Wie oft habe ich etwas gegriffen und dann rutschte das oben ab. Also bravo, bravo, Amrut. Ich habe sogar eine kleine Stofflatsche hier. Und dann hole ich mal diese Flasche hier raus. Also es gibt eine indische Frau, und sie hat tatsächlich hier eine Tasting dazu gemacht auf Englisch. Naja, indisches Englisch. Und dann hat sie einfach das so ausgesprochen. Tripava. Tripava. Und deshalb nenne ich das auch dann so. 600 Flaschen war für Bangalore vorgesehen. 600 Flaschen war für Amerika vorgesehen. Keine Ahnung, wie viel nach Deutschland hinkam. Nun, die Frage des Tages ist, wo 50% Alkohol. Also, wie teuer sollte so eine Flasche sein? Also, besser gesagt, wozu Presskorken? Ja, was wäre der Schmerzgrenze bei einem No-Age-Statement? 50%ige indische Whisky, der dreifach destilliert wurde. Ja, der wurde gereift in Virgin Oak, interessant, neue amerikanische Fässern. Entschuldigung, und auch dann in Ex-Bourbon-Fässern. Ja, also ich erzähle die Geschichte gleich, wie teuer diese Sache ist. Denn ich hole mal etwas, was ich einfach mal zum Vergleichen nehmen möchte. Warum? Weil ich diese Flasche lange nicht in der Hand hatte. So einfach. 50%, ich dachte, was hat 50%? Classic Laddie. Haha. Also eine tolle Flaschendesign, muss man so sagen. Also farblich kommt das hier krass rüber. Also springt fast hier das ganze Programm jetzt hier. Alles wird dominiert von Ladi, und ein paar Leute da sagen Ladi, Ladi. Also es gibt eine Fangemeinde hier von Bruch Ladi, das ist einfach mal unglaublich. Jo, also wir schenken das hier ein. 40 Euro, Pi mal Daumen. Kostet die Flasche jetzt hier, dann beiß ich selbst noch nicht mal. La 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 la. Also, lass uns sehen, ob ich das noch auf meiner Liste habe. Ich hasse es mit der Dose, denn ich höre meine Stimme da dann Echo machen. Also, ich mache den einfach weg. Also, Bruchladig. Habe ich gar nicht hier auf meiner Liste mehr. Deshalb habe ich die Flasche noch. Classic. Ladig. Also andere Menschen würden tatsächlich jetzt hier pausieren und Videos schneiden und so weiter. Ich schneide nur raus meine Nieser.
Ja, genau. Also schön. 39,50 €. Mein Gedächtnis hat das. Lidl hat es für 39,99 € im Angebot. Also mein Gedächtnis hat mich nicht ganz im Stich gelassen. Es gibt sogar für 36 €. Also um die 40 € ist man bereit, dann dafür zu bezahlen. Das ist gut und das ist schön. So, was kostet nun die Flasche aus Indien? Ich baue ein bisschen Spannung hier auf. Da, Drumroll, please. 129,90 €. Also, ich habe die Flasche gekauft, weil es ein Wunsch war von einem Superfan. So nett bin ich. Und dann sitze ich noch auf 30 Cl davon. Ich habe 40 Cl verteilt, also ja, ich sitze auf den 25 Cl davon, ein bisschen was gehört mir. Und so von daher, falls jemand das auch einmal probieren möchte, einfach von meiner historischen Flasche denn da vom Indien. Also schauen wir mal, wie das schmeckt. Ich weiß es selbst noch nicht. Erstmal farblich muss ich sagen, die zwei unterscheiden sich gewaltig. Da ist dunkel, da ist nicht ganz so dunkel, ja. So, gut. Ja, also Farbe haben wir nun überprüft, wesentlich dunkler. So viel ich es weiß, ist das Natural Color. Das kommt tatsächlich von den New Virgin Oak hier. Diese erste dreifach destillierte Single Malt vom Indien für die Welt ist destilliert zu Perfektion. So, was ich doof finde, ist, auf dieser Flasche steht dann der Imported by Le Maison de Whisky. Und der Aufkleber, der hängt immer. Also, der ist nicht mal so richtig draufgeklebt. Also, ich versuche es nochmal hier ein bisschen fester, ein bisschen besser drauf zu machen. Jo. So. Oh. Ich weiß genau, was ich habe. Und das ist, falls du jemals schon ein Bild gemalt hast, also ein Gemälde, man nimmt diese Ölfarben, man macht diesen Ölfarben auf und erstmal kommt diese ganze Schwall vom petrochemischen Moment uns entgegen. Bam, das ist das, was ich hier hatte. Keine gute Anfang. Ich glaube, ich sitze weiterhin auf diese restliche 20% her oder 20 Cl. Aber jetzt hat sich das verwandelt. Jetzt habe ich, und das ist echt krass, ich habe Aprikosen. Ich habe richtig, richtig krasse Aprikosen. Also als ob jemand hier mir ein Likör gegeben hätte mit Aprikose. Da ist immer noch dahinter tatsächlich hier dieses stechende Alkoholmoment. Aber da ist diese wunderschöne Aprikose-Moment. Wahnsinn, habe ich, glaube ich, so deutlich noch nie gehabt. Nee, meine Nase ist nicht kaputt. Also, nur, das ist hier ein Bruchladig. Schön. Hoffentlich schmeckt es halb so gut. Gibt es sonstige Informationen hier drauf? Die fermentierte Wash wurde dreifach destilliert statt zweimal. Jeder andere Aspekt von diesem Whisky bleibt identisch. Okay, ich glaube, die haben es einfach gemacht, damit sie sagen können, wir waren die Ersten, die es jemals gemacht hat. So, ich glaube tatsächlich ist das hier, Paul John und Amrut liefern sich immer wieder so ein bisschen einen Wettlauf, wer was zuerst gemacht hat. Okay, gut. Sehr, sehr schön. Okay, ich probiere mal 50%. Diese Nase, interessant. Also der Alkohol, dieses chemische Moment ist gänzlich weg. Es ist tatsächlich dieses physische Aprikose-Moment. Tschüss. Das war mein Control-Whisky. 50%. Jetzt kriege ich die Aprikose hinten raus. Der hat Hitze. Aber der hat 50%. Also deshalb können wir mit Wasser arbeiten.
Dann kriegen wir das so hin. Oh, da kommt noch was drin, wo ich es gerne hätte. Ich könnte mir vorstellen, ich bin ein Weichei, also bei 43% bin ich hier gut. Ich hoffe, dass dieser Aprikosen-Moment wirklich wie Aprikosen-Marmelade, also Aprikose, Aprikose, Aprikose. Schöne Finish. Wow. Woher kommen diese Aprikosennoten? Da. Also, laut Heinz Weinberger, Doktor der Chemie, gibt es denn verschiedene Esters und eine davon ist auch diese fruchtige Aprikosen-Moment. Und ich glaube, diese wurde hier konzentriert. Ich glaube nicht, dass das tatsächlich hier holzbedingt ist. Vielleicht unterstützt das und bringt das ein bisschen hervor als Katalysator. Aber ich glaube, durch den Dreifachdestillierungsprozess wurde eine starke Konzentration tatsächlich von diesen Esters da drin. No Age Statement? Aber wir wissen, dass in Indien alles ein bisschen schneller auch reifen kann durch eine ganz andere Klima denn dort. Ein bisschen Wasser hat das sehr gut getan. Ah. Wow. Also ein bisschen Wasser da rein und dann ist es genau richtig. Was sie da tun in Amrut ist, ich unterstelle die Jungs da etwas. Die füllen nicht ab, wo es optimal ist. Warum unterstelle ich denn das? Weil ich hier einen Whisky habe vom Amrut mit 60%. Ich habe einen anderen Whisky hier, der ein Single Cask auch ist, mit 60%. Die verdünnen es auf 60% oder die verdünnen auf 50%. Also nicht 48,7, nicht 63,9. Boom, gerade Zahlen. Vielleicht ist es einfach einfacher wegen Steuern oder Einfuhr oder sonst was, dass man so das macht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie gerne einfach glatte Zahlen haben, denn da bei Amrut machen das dann so. Ja, okay. Ich werde ein bisschen Wasser reintun. Wow, also wirklich hier ein außergewöhnlicher Whisky. Ist dieser Whisky 129 Euro wert? Das ist schwer 129 Euro wert. Ist dieser Whisky 70 bis 80 Euro vielleicht sogar wert? Maybe. Also ganz ehrlich, vielleicht. Also das ist so eine einzigartige Sache hier. Gefällt mir echt gut. Also da würde ich echt einen Zuschlag. Also normalerweise würde ich sagen 50 bis 60 Euro für so eine Flasche Limit. Ja, also der hier, also Paul John, ja Brilliance, 46%, auch weit unter 40 Euro, Leute. Super lecker, sehr gut. Der Bold mit viel Torf, der Edited, eine Mischung von den beiden. Kann man einfach mal so trinken, ja. In der Preiskategorie ist das absolut okay. Ja, 40 Euro. Und deshalb 20, 30 Euro obendrauf für so etwas jetzt hier mit einfach mal einem Aprikosenschlag. Das ist da, wo ich einfach den Preis vermuten würde. 129,90 € habe ich schon mal gesagt, nicht wahr? 129,90 €, das ist einfach viel zu teuer. Alles, was ich habe jetzt hier von Amrut, ist in diese Preisklasse. Dieses Ex-Caroni-Rumfass, 144 Euro. Der Peated Port, 178 Euro. Also Wahnsinn, was die Preise da sind bei Amrut momentan für diese besondere Dinge. Und die haben sich ein bisschen auch zu Ladenhüter entwickelt. Zumindest in Deutschland. Also von allen drei, die ich schon genannt habe, kann ich dir immer noch 8 oder 10 verschiedene Online-Shops nennen, die mindestens eine Flasche haben, die nicht loswerden. Weil einfach man nicht bereit ist, so etwas so viel Geld auszugeben. Und bisher habe ich auch keinen einzigen Whisky-Tuber oder sonst jemanden gefunden online, der tatsächlich die bisher auch verkostet hat, um zu sagen, jo, oder. Also bei mir ist es einfach im Geschmack, ja.
Vom Preis? Nein. Also nochmal, ich habe Wasser reingetan, also ich bin bei 46, ach, wahrscheinlich 44%. Ich mache diese Nase. Also das ist Aprikosenmarmelade. Schön. Für mich wäre genau diese 44, 45%. Da ist noch genug Alkohol, das mich nicht stört, aber genug, das alles unterstützt. Also ein wunderschöner Aprikosenmoment. Der ist recht eintönig. Manche Whiskys haben Dreiklang, manche haben so ein bisschen so Übergänge und Transitions und so weiter. Der ist irgendwie. Also von vorne bis hinten mit ein bisschen Alkohol unterstützt. Jo, kann man machen. 3 plus plus 2 minus minus. Irgendwie finde ich diese Whisky cool. Preis. Ah, Leute, 6. Nicht kaufen. Ein Flaschenteilung daraus machen und mit Leuten einfach mal eine Flasche teilen. Ja. Aber nicht 129 Euro auf den Tisch legen und das alleine austrinken. So lecker ist das Zeug echt nicht. Ja. Also eher ein 3 plus plus als eine 2 minus minus. 1 unbedingt kaufen. Ah, lecker. 2 kaufen. Wenn man, ja. 3, wenn man möchte, kann man. Ja. 4 braucht man nicht. 5, warum wurde es hergestellt? Und diese Preis. Eine 6, sie diese Flasche zu geben, so gut ist er nicht. Ja? Nein. Gut, nochmal ganz kurz zu Classic Laddie. Interessant, wir haben meine Whisky Superfans, also Super Jason, Whisky Jason Superfans, erste Videos des Tages, gefragt: Mensch, welche Themen würdet ihr gerne bei Tastings, Blind Tastings in den nächsten paar Monaten haben? Und jemand hat auch tatsächlich Bruch Lardy vorgestellt. Also Classic Lardy, The Eight, also weiter nach oben, alles Mögliche, denn da 6 verschiedene Stück und Blind und so weiter. Hat leider nicht gewonnen. Das war schon ziemlich weit unten auf der Liste, hat mich überrascht. Offenbar, meine Superfans kennen alle die Sachen vom Lardy oder Bruch Lardy schon. Oder waren einfach mal andere Themen, die viel, viel interessanter waren. Keine Ahnung. Hätte mich auch ein bisschen interessiert, um ganz ehrlich zu sein. Oh, by the way. Meine Flasche ist hier. Das muss die 17-208 sein. Ja? Da kann man online gehen und kann dann sehen, welche genaue Fasszusammensetzung das war. Cheers. Vielmehr eine Süße, eine Gerste. Ein bisschen mehr vom Holz ist auch spürbar. Ein leichter Rauchmoment, was ich immer wieder bei Bruchladig kriege. Als ob sie einfach das nicht ausreinigen würde und einfach weiterarbeiten würden, obwohl da ein vorher, auch wenn es schon 10 oder 20 Mal vorher war, war da ein bisschen rauchigen Whisky da drin. Kann man trinken, nett, sehr gut, also zu empfehlen. Tolle Farbe, tolle Flasche, tolle Sache. Hier. Joa. Einen Moment, spülen, spülen, spülen. Was ich noch nicht gemacht habe, ist das Ding auf 25% zu bringen. Ach, so machen das die Blender. Andere Leute sagen, Jason, du spinnst, wozu überhaupt da ist? Whisky ist ab 40%. Ehrlich gesagt, nein, Whisky ist nicht ab 40%. Wenn du nach Südafrika hingehst, Whisky ist ab 43%. Wenn du nach Australien gehst, Whisky ist ab 37%. Ein Premierminister von Großbritannien hat damals 40%, und ich sage ganz ehrlich, eher willkürlich einfach ausgewählt als Whisky, dass alles darunter kein Whisky mehr ist. Und wir haben uns seitdem uns daran gehalten, in Europa wie auch in Amerika. Andere Länder, andere Sitten. Also von daher, und die Blenders machen tatsächlich einfach 25%, weil halt eben der Alkohol doch viele Sünden zudeckt. Und da kann man doch ein bisschen was eher entdecken manchmal. Aprikose, Aprikose, Aprikose. Schön.
ganz leichte Süße dazu von der Gerste. Wow, tolle Finish. Absolut wow. Also ich bleibe bei meiner 2 minus minus, 3 plus plus. Preislich ist einfach nur eine Katastrophe. Sorry, nicht das Geld wert. Für ein Sample, ja, aber nicht für eine ganze Flasche. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist ganz einfach. Was ist deine Lieblingswhisky aus Indien? Also, ist das ein Paul John? Ist das ein Amrut? Ist das dann vielleicht irgendwas anderes, was ich bisher noch nicht kenne und noch nicht auf dem Schirm habe? Da gibt es bestimmt neue Sachen, die immer wieder auf den Markt kommen werden. Schauen wir mal, welche Whisky aus Indien gefällt dir ganz am besten? Und wenn du das nicht beantworten kannst, welche Bruchladig gefällt dir am besten? Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte Teil meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe werden. Unten ist ein Link dazu. Die Flasche wurde dort leider nicht ganz verteilt. Deshalb landet sie dann auf meiner Sample-Liste. Das ist ein PDF-Link unten, die ich da auch habe. Auch da werdet ihr auch fündig werden. Hier sind ein paar hundert Flaschen, die da drauf gekommen sind. Über die Jahre jetzt hier. Und da könnt ihr auch einfach so sehen. Alles gut, wir sehen uns jeden Tag 17:30 Uhr hier. Das heißt, schon über 4 Jahre lang mache ich jeden Tag ein Video. Und am Sonntag gibt es eine Besonderheit, denn da ist ein Livestream um 21 Uhr mit dem Gast. Danke, bis dahin, Whisky Jason, ciao.